Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer und indischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Wir reden heute über Apple. Wir reden heute über das nicht enden wollende Thema. Was leistet sich Apple diesmal? Und ich kann euch nur raten, holt euch Tee, vielleicht auch Popcorn, wenn ihr da habt. Es wird spannend. Vor allem aber bekommt ihr hier wirklich Informationen, die sonst nicht veröffentlicht werden. Ein bisschen mit Tee gekleckert. Ich habe das ganze Video gerade aufgezeichnet und festgestellt, dass die Kamera nicht läuft. Ich bin sehr unglücklich. Ich zitiere am besten gleich zu Beginn Giga. Giga ist ja sowieso, es ist ja mein Lieblings-Technikportal. Apple greift durch. Das lässt der iPhone-Hersteller nicht durchgehen. Ihr habt zwei Stunden mitbekommen. In Indien gab es Randale. Wir sagen mal so, wie es ist. Proteste, Demonstrationen, es war Randale. Von Mitarbeitern einer Fabrik, die iPhones produzieren. Und zwar das iPhone SE. Es ist natürlich Fertigung in Auftrag und der Auftragnehmer heißt Risdon. Die sitzen wiederum in Taiwan. Auftraggeber für Risdon ist dann wiederum Apple. Die sitzen in den USA. Ist eigentlich sehr interessant, dieses Dreiecksgeschäft. Es ist eine Pyramide aufgebaut. Nicht, aber ganz unten ist so Indien, die Fabrik mit irgendwelchen nahelosen Arbeitern. Dann ist da Taiwan und ganz oben dann Apple. Ich habe so viel schon geredet und es war alles, ich brauche Tee. Aber ich erzähle es gerne nochmal. Ein Großteil der 2000 Mitarbeitern dieser Fabrik, die haben also randaliert. Die haben richtig Zeug kaputt gemacht. Die haben die Produktionsanlagen selbst nicht beschädigt. Also da können sie fröhlich weitermachen. Aber die haben Möbel kaputt gemacht, Fenster zerschmissen. Alles, was Spaß macht. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Ich bin nur nicht der Einzige, der darüber berichtet. Es wurde schon längst berichtet, Giga ist ja auch nur einer von vielen Portalen. Aber die Art der Informationen, die halt kommuniziert werden, ist es schon ähnlich. Vermutlich liegt es aber auch wieder daran, dass halt wenige sich die Mühe machen, selbst zu recherchieren und stattdessen von anderen abschreiben. Das ist ja leider, jetzt im deutschen Journalismus ist das ja leider sehr verbreitet, abschreiben statt sich selbst mal informieren. Und da kommt dann halt das raus, was zum Beispiel bei Giga rauskommt. Wobei man ja mit der Überschrift, der Titelüberschrift, ja schon mal viel aussagen kann. Und das zeigt auch wieder, dass gewisse Problematiken unterschiedlich interpretiert werden können. Wie man das interpretiert, es liegt natürlich irgendwo bei dem Autor. Und deshalb auch Apple greift durch. Das lässt der iPhone-Hersteller nicht durchgehen. Apple haut mal auf den Tisch. Da werden Mitarbeiter schlecht behandelt. Und das geht für Apple. Nee, wisst ja, Apple, wenn es um Arbeitsschutz geht, Umweltschutz, da sind sie ganz vorne mit dabei. Vernünftige Löhne müssen gezahlt werden. Die Mitarbeiter müssen ihre Ruhepausen einhalten. Sie müssen verträgliche Schichten haben. Umweltschutz, hatte ich den schon erwähnt? Wenn nicht, hallo, ganz weit vorne. Apple. Deshalb Risdon. Deshalb dieses taiwanesische Unternehmen, welches in Indien, in Südindien produziert. Die sind ausgesucht. Apple lässt nicht von jedem fertigen. Ich meine, gut, die könnten selbst fertigen. Wir kommen jetzt zum Schluss zum Fazit. Und da können wir mal ein bisschen nochmal... Ich weiß, für diejenigen, die hier neu sind, für euch ist das interessant, für diejenigen, die schon länger dabei sind, die haben das schon des Öfteren gehört, aber wir können ja trotzdem noch einfach nochmal auf die Frage eingehen, warum produziert Apple eigentlich nicht in den USA? Nach gewaltsamen Ausschreitungen bei der Produktion von iPhones wird nun der Auftragfertiger unter Druck gesetzt von Apple. Die wollen, dass Risdon das jetzt regelt. Sollten die Probleme nicht aus der Welt geschafft werden können, dann droht ein Verlust der Lizenz. Ein Millionenschaden ist bereits entstanden. Der Schaden wurde inzwischen da unten korrigiert von Risdon. Also was die ursprünglich angegeben haben, haben die später gesagt, ja, so viel haben sie dann doch nicht kaputt gemacht. Und inzwischen auch neueste Informationen habe ich dann gelesen auf, wo steht's? Meckerkopf.de, also Mac und dann ER-Kopf. Wortspiel, witzig. Ich verlinke euch wie immer alle Quellen unten in der Videobeschreibung, weil man das eigentlich so macht. Meckerkopf.de hat berichtet, dass inzwischen Apple die Aufträge entzogen hat. Risdon darf aktuell also nicht mehr für Apple produzieren. Das hat aber auch Auswirkungen. Zu denen kommen wir auch noch. Und glaubt mir, das meiste davon kann man nicht nachlesen. Ich komme jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Warum haben die eigentlich randaliert? War vielleicht das Essen in der Kantine schlecht? Ja. War der Trüffel nicht frisch gewesen? Ist ja ein Grund, schon mal komplett auszurasten, um sich zu schlagen. Nein. Der Grund war tatsächlich nicht der Trüffel, auch nicht der Kaviar, bevor ihr jetzt gleich in den Kommentaren nachfragt. Nein, es ging ums Geld. Es ging genau gesagt um die Lohnzahlung. Und das lief nicht so ganz, wie es sein sollte. Und es lief nicht so wie versprochen. Giga.de beschreibt das Problem wie folgt. Angestellte von Risdon hatten ihren Ärger über ausstehende Lohnzahlungen sowie schlechten Arbeitszeiten Luft gemacht, indem sie Arbeitsmittel sowie iPhones zerstörten. Okay, in den Originalquellen habe ich gar nichts davon gelesen, dass die iPhones kaputt gemacht haben, aber egal. Dann geht Giga noch ins Detail, das ist auch ein seltenes Glück. Der durchschnittliche Lohn eines Angestellten bei Risdon in Indien liegt bei umgerechnet
165 Euro im Monat. Da steht jetzt aber nicht so genau, ist das jetzt der durchschnittliche Lohn für 2019, für 2020? Und da steht jetzt auch nicht, was die genau unter einem Angestellten verstehen. Ich verstehe unter einem Angestellten das komplette Management. Könnt ihr euch vorstellen, was bei Apple ein durchschnittlicher Mitarbeiter verdient, wenn man das gesamte obere Management mit einbezieht? Ja. Bei dem, was der gute Tim verdient, so kann man im Übrigen mit Statistiken Fehlinformationen streuen. Statistiken sind auf der einen Seite eine wunderbare Art und Weise, um Informationen zu verdeutlichen in Zahlen. Auf der anderen Seite kann man damit aber auch viel, viel Schindluder treiben. Hier haben wir jetzt also einen durchschnittlichen Lohn von 165 Euro. Da könnte man sagen, ja, Indien, da ist ja alles günstiger. Lebensmittel, die Lebenserhaltungskosten allgemein, Mieten, nicht vergleichbar mit Deutschland oder mit den USA. 165 Euro, das ist da bestimmt in Ordnung. Nun habe ich aber Quellen für euch, die das Ganze noch ein bisschen detaillierter darstellen. Und Details sind in Statistiken häufig doch sehr nützlich. Das werdet ihr auch gleich feststellen. Wenn ihr feststellen, wow. Also zumindest war meine Reaktion so gewesen. Echt, wow. Und auch Apple natürlich. Es geht ja auch darum, eben dieses nicht enden wollende Thema. Was leistet sich Apple diesmal? Und das ist wieder mal ein, wo man den Mund so schnell nicht wieder zubekommt. Der ist komplett ausgetrocknet, bis man dann merkt, dass er offen steht. Ich schaue die ganze Zeit immer, ob meine Kamera läuft. Ich verlinke euch verschiedene Quellen, unter anderem Louis Rossmann, der hat das Ganze dann interpretiert. Da müsst ihr das dann nicht mal selbst lesen, ist auf Englisch. Verweist du wiederum auf zwei Quellen. Einmal hätten wir da timesofindia.com. Das andere ist thenewsminute.com. Und da habe ich ein bisschen was für euch recherchiert, so die wichtigsten Informationen. Also es geht ums Geld, ja. Es geht ums Geld. Es geht darum, was die Mitarbeiter gezahlt bekommen. Wir hatten ja gerade von Giga die Durchschnittslöhne, das kann man so auf anderen Seiten auch nachlesen. Also ich habe tatsächlich keine deutschsprachigen Seiten gefunden, wo die Informationen genauso kommuniziert wurden und vor allem, warum ein ähnliches Fazit gezogen wird. Also, wir vergessen nicht, die stellen ein iPhone her. Das iPhone SE, ihr wisst ungefähr, was es kostet. Habt ihr das im Kopf? Okay, gut, dann behaltet das. Es geht um versprochene Löhne. Ristin hat also den Mitarbeitern Löhne versprochen. Ingenieuren, ja, die haben auch Ingenieure, das gibt es nicht nur bei Apple. Den Ingenieuren wurden 21.000 Rupien pro Monat an Lohn versprochen. Und ihr wisst ja nicht ungefähr, was Ingenieure in Deutschland verdienen. Habt ihr eine Vorstellung davon? Ich denke schon. Und ihr habt vielleicht schon mal gelesen, was Apple Ingenieuren bezahlt. Und Ristin hatte Ingenieuren 21.000 Rupien versprochen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber die indische Währung ist jetzt nicht besonders stark. 21.000 Rupien entspricht 232 Euro. Das liegt jetzt über diesem durchschnittlichen Gehalt, was Giga kommuniziert hat. War ja was bei 160 Euro. 165 Euro genau gesagt. Aber das war nur ein Versprechen. Sie bekamen letztendlich 16.000 Rupien. Das sind 176,94 Euro. Das ist schon ziemlich wenig für einen Ingenieur. Selbst wenn man in Indien lebt. Ja, Mieten, okay. Wobei in der Großstadt wird es auch schon mal teuer. Lebensmittel, okay. Aber glaubt ihr, Apple verkauft in Indien ein iPhone für 250 Euro, nur weil die Leute dort so wenig Geld verdienen? Nö, das machen die nicht. Samsung macht das auch nicht. Klar, es gibt Unternehmen wie zum Beispiel Xiaomi, Redmi oder Realme, die da schon die Preise anpassen und wo es dann wirklich Telefone sehr, sehr günstig gibt. Beziehungsweise die überhaupt im Low-Budget-Bereich Geräte anbieten, auch Cubot, Yumi, DJ etc. pp. Aber Apple macht das nicht. Die sind ja vielleicht etwas günstiger in den Markt angepasst, aber ein Ingenieur, der 176 Euro verdient und der noch sein Leben davon finanzieren muss, der könnt ihr euch vorstellen, wie lange ein Ingenieur sparen muss, bis er sich ein Telefon für Apple leisten kann. Und die 176,94 Euro, also 16.000 Rupien, die wurde nochmal gesenkt. Es war auf 12.000 Rupien, das war noch 132,74 Euro. Wir sind immer noch beim Ingenieur. Da haben wir jetzt noch die Nicht-Ingenieur-Absolventen. Ich gehe mal davon aus, das sind welche, die halt keine Ingenieure sind, aber doch noch einen etwas gehobeneren Abschluss haben. Die bekamen noch weniger. Die bekamen 8.000 Rupien. Das sind 88,49 Euro. Und wenn ihr jetzt denkt, damit wären wir jetzt unten angekommen. Nein, es ging noch tiefer. Es ging noch tiefer. Die Leute haben angefangen, sich über ihre Löhne auszutauschen. Was hast denn du bekommen? Baul. Und als dann rauskam, dass einige Mitarbeiter 500 Rupien bekamen. Pro Monat, nicht pro Stunde. Das entspricht im Übrigen 5,53 Euro. Dann gab es die Randale. Und jetzt könnt ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum es die Randale gab. Wenn ihr feststellt, dass ihr umgerechnet 5,53 Euro bekommt. Pro Monat. Um iPhones herzustellen. Die sind nicht blöd, die haben auch Internet. Vielleicht könnt ihr das ja ein bisschen nachvollziehen, wenn so ein Mitarbeiter halt rausbekommt, dass, obwohl er 5,53 Euro verdient pro Monat, und die Geräte dann so teuer auch verkauft werden, dass sie das dann nicht ein, dass sie dann sich fragen, warum kriege ich eigentlich so wenig Geld? Warum kriege ich so wenig Geld, wenn so teure, wenn ich hier an einer Wertschöpfung beteiligt bin, die so erheblich ist? Ich meine, wenn man sich plötzlich so bewusst wird, dass der Reichtum anderer, einzelner, weniger, die auch noch so weit weg sind, darauf beruht, dass man selbst für 500 Rupien im Monat arbeitet.
Da könnt ihr euch mal ganz kurz drüber Gedanken machen, wenn ich Tee trinke. Und jetzt liest ihr vielleicht auch diese Titelüberschrift von Giga ein bisschen anders. Und nach dem Tee trinken lese ich jetzt einfach nochmal, auch zum Nachdenken, lese ich jetzt nochmal die Überschrift von Giga vor. Apple greift durch. Das lässt der iPhone-Hersteller nicht durchgehen. Yeah, Apple. Apple greift jetzt so richtig durch. Und entzieht Wristin die Aufträge. Die sind jetzt nicht dahin gegangen, haben gesagt, passt auf, Jungs. Das haben wir gar nicht gewusst. Wir überwachen jetzt die Produktion. Wir überwachen jetzt die Umweltstandards. Weil wir das ja unseren Kunden ja verkaufen. Umweltstandards, wisst ihr noch? Ja, genau. In Indien. Die sind bekannt für, also Indien ist Vorreiter für Umwelt. Also wusstet ihr, oder Indien ist, also meine Güte, was die schon so alles, also um Flüsse sauber zu halten und weniger Aussturz, ist Indien ganz weit vorn dabei. Also, oder nein, stimmt, die Statistik hatte ich auf dem Kopf gelesen. Nee, Indien ist da ganz schlimm, was das angeht. Smog, das würde jetzt zu weit führen. Gab es mal einen Vergleich, wie viel man rauchen muss. Aber zurück zum Thema. Apple könnte jetzt natürlich Mitarbeiter dahin schicken nach Indien, direkt in die Fabrik und können sagen, passt auf, wir zahlen jetzt vernünftige Preise für die iPhones, für die Produktion der iPhones. Und wir überwachen jetzt, dass ihr die Umweltstandards einhaltet, dass ihr die Arbeitsrechte einhaltet, nach eigenen Standards. Dass Apple sagt, wir haben jetzt Standards, wie sind Mitarbeiter zu behandeln. Aber Apple greift zwar durch, aber leider nicht im Sinne der Leute, die die iPhones produzieren. In dem Sinne greift Apple. Habe ich nirgendwo gelesen. Ich habe nirgendwo gelesen, dass Apple fordert, also ihr müsst jetzt hier mal das, also mal eure Mitarbeiter besser behandeln. Will Apple mehr Geld für die Produktion der iPhones zahlen? Nö. Könnt ihr mir mal sagen, wie Wristin die Bedingungen für die Arbeiter verbessern soll? Wie sollen die das machen? Wo kommt denn das Geld her dafür? Die sind doch nur zwischengeschaltet. Wristin ist doch nur der Puffer zwischen den armen indischen, unterbezahlten, schlecht behandelten Mitarbeitern und Apple, dem Management. Also die so reich sind. Die so unfassbar reich sind. Also Apple ist ja das wertvollste Unternehmen der Welt. Die haben ja schon alles versucht. Im Geld baden, im Winter mit Geld heizen. Aber nichts hat geholfen. Ich meine, das ist ja auch dramatisch, nicht wahr? Wenn man so viel Geld hat, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man noch macht. Und ihr wisst ihr, die Märkte sind ja am Boden. Die Märkte sind am Boden. Die armen Reichen, die wissen ja gar nicht mal, wo sie noch ihr Geld investieren sollen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Renditeversprechen kann nicht gehalten werden. Ganz schwere Zeit für Milliardäre, weil die nicht mehr wissen, wo sie investieren sollen. Nirgendwo gibt es noch vernünftige Renditen von 20-30%. Das ist ganz schlimm. Dieses Schicksal. Das Schicksal, wenn man heute viel Geld hat. Ja, zum Glück also hat Apple die indischen Arbeiter genau davon befreit, dass sie das nicht erleben müssen. Reichtum. Und immer diese Not, das Recherchieren. Wo kann man noch investieren? Wo sind die Wachstumsmärkte? Also ich habe nirgendwo gelesen, dass Apple, obwohl die in Geld schwimmen, beschlossen haben, mehr für die Produktion der iPhones auszugeben, um die Bedingungen der Arbeiter zu verbessern. Die fordern das, ja. Aber die sind nicht bereit, das zu finanzieren. Und ihr wisst, worauf das hinausläuft. Ja, wüssten wir das in den Griff kriegen. Die werden schon die Aufstände regeln im Sinne... mir fällt jetzt gar nichts ein. Wie kann man sowas jetzt schön reden? Wartet einfach auf Apple-Pressemeldungen. Die werden das schon irgendwie hinkriegen. Die haben da Leute, die können das besser als ich. Und bis dahin gibt es ja noch andere Fertiger, nicht wahr? Das kann man auch nachlesen. Über meckerkopf.de kommt man dann noch zu einem anderen Artikel und da geht es dann um Pegatron. Könnt ihr euch an Pegatron noch erinnern? Ja, das ist, glaube ich, auch ein taiwanesisches Unternehmen, die in China produzieren lassen. Oder in China produzieren direkt, weiß ich nicht. Ist auch egal. Pegatron ist ja früher mal so ein bisschen die Schlagzeilen gewesen und seitdem hat man da eigentlich nicht mehr viel davon gehört. Also klar, die gibt's natürlich noch. Billige Fertiger, die werden immer gesucht. Vor allem halt von Apple, wie sich herausgestellt hat, weil Pegatron ist wirklich immer noch aktuell. Es ist immer ein bisschen schwierig, auch für mich da an Informationen ranzukommen, weil Apple, also Apple und transparente Kommunikation. Ja, der klassische Vergleich wäre jetzt Feuer und Wasser, aber ich hätte gern was Kreativeres gehabt, aber mir fällt spontan nichts ein. Ich muss mich besser vorbereiten auf solche Videos. Auf den Karton steht ja bloß drauf, Made in China. China ist groß. Und da steht auch nicht Made unter welchen Bedingungen oder von welchen Fertigern, dass man das mal ein bisschen nachrecherchieren kann. Aber Pegatron hat früher zum Beispiel das iPhone 6 noch hergestellt und ist offensichtlich immer noch aktuell. Wir haben nicht davon mitbekommen, dass Wristin jetzt eben nicht mehr für Apple fertigen darf, bis die Probleme, ja, mit den Mitarbeitern, die fair bezahlt werden wollen, bis sie das in den Griff gekriegt haben. Und jetzt könnte mehr Arbeit auf Pegatron zukommen und wie dem auch sei, ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung, das Video ist wieder viel zu lang, aber da protestieren jetzt auch die Mitarbeiter in einer Forderung. Das hat mich mal wieder dazu verleitet, mal so ein bisschen über Pegatron zu recherchieren. Da gibt es ja dankenswerterweise einen Beitrag direkt auf Wikipedia. Relativ veraltet, aber nicht weniger interessant. Und ich würde euch jetzt einfach mal das Ganze vorlesen,
Und ihr könnt es dann verdauen. Im Juli 2013 deckten Mitglieder der China Labor Watch bei Pegatron schwere Verstöße gegen das Arbeiterrecht auf. Schwere Verstöße gegen das Arbeiterrecht. In China, bei verdeckten Ermittlungen in drei Fabriken, die für Apple Elektronikartikel herstellten, wurde festgehalten, dass die Arbeiter wöchentliche Arbeitszeiten von 66 bis 69 Stunden einhalten müssen und für Überstunden nicht bezahlt werden. Zudem setzte das Unternehmen Minderjährige an den Produktionslinien ein und steuere einen Großteil zur Umweltverschmutzung in China bei. Nach Interviews mit mehr als 200 Pegatron-Mitarbeitern sagte der Vorsitzende der China Labor Watch, dass in den Fabriken noch schlimmere Bedingungen herrschen als bei Foxconn. Ein weiterer Auftragshersteller für Apple, der zuvor mehrmals wegen mangelhafter Arbeitsbedingungen in Kritik geraten war. Noch schlechtere Bedingungen als bei Foxconn. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Stimme ist langsam tot, weil ich ja vorher das Ganze schon mal aufgezeichnet habe. Und ich muss noch mehr Videos machen heute. Das mache ich ja nur, weil es mich aufregt. Ich habe auch noch richtige Arbeit vor mir. Meine Güte. Foxconn ist schon so ein Fertiger für Apple, wo man sagt, schlimmer geht's eigentlich gar nicht mehr, oder? Doch, es geht. Es geht. Pegatron. Und Wristen jetzt. Es geht mir noch weiter. Ein Jahr später. BBC. Im Dezember 2014 kam durch eine Dokumentation der BBC schlechte Arbeitsbedingungen und die Misshandlung von Mitarbeitern in einer Pegatron-Fabrik in Shanghai ans Licht. In der Fabrik, die damals das iPhone 6 für Apple herstellte, wurde festgehalten, dass Mitarbeiter teilweise gezwungen werden, 18 Tage am Stück und in Schichten von bis zu 16 Stunden zu arbeiten. Zusätzlich waren mangelhafte Bedingungen in der Wohnanlage auf dem Betriebsgelände aufgedeckt worden, in der sich 12 Arbeiter einen kleinen Raum teilen mussten. Und das iPhone 6 wurde dann hier zu Spitzenpreisen verkauft. Und Apple kommt heute mit Umweltschutz. Ist das nicht geil? Und die greifen jetzt durch in Indien. Und wenn Wristen diese Probleme nicht in den Griff bekommt, dann darf Pegatron und Foxconn wieder ran. Und unter den gleichen schlechten Bedingungen. Was aus... Man muss ja so sagen, also man muss sich ja die Frage stellen, warum ist eigentlich Apple in Indien? Ich meine, weiter entfernt kann man doch vom Heimatmarkt gar nicht entfernt sein. Und warum auch dieser Aufwand? Nicht wahr? Da müssen ja wieder neue Produktionsstrecken gebaut werden. Die gibt's ja alle schon in China. Warum nicht die vorhandene Infrastruktur nutzen? Da muss man ja mit der Frage erstmal beginnen, warum ist eigentlich Apple überhaupt nach China gegangen? Warum produzieren die nicht in den USA? Die ganzen, die kurzen Wege vom Produzent zum Zielmarkt. Zielmarkt ist USA. Logisch, ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Und die sind ja auch so überpatriotisch und kaufen natürlich Marken aus der eigenen Produktion ja bevorzugt. Ich meine, ihr müsst mal vorstellen, Apple ist erstmal fantastisch reich. Also die sind ja, die wissen ja, also wie gesagt, also selbst wenn wir jetzt einen Atomwinter kriegen, die könnten noch Jahrzehnte durchheizen. Nur mit dem Bargeld. Und die USA brauchen wiederum unbedingt Industrie, die sich dort ansiedelt. Ich meine, da haben wir ein US-amerikanisches Unternehmen, das in den USA sitzt. Die brauchen gewaltige Produktionskapazitäten. Und da haben wir wiederum die USA, die sehr gerne gewaltige Produktionskapazitäten liefern würden. Weil auch die brauchen ja unbedingt neue, frische, leckere Arbeitsplätze. Ihr wisst, es geht ja immer um Arbeitsplätze. Medial würde das fantastisch ankommen. Die würden Apple feiern. Die Regierung würde vielleicht das Ganze noch bezuschussen. Ja, wenn Apple die gesamte Produktion zurück ins Land holt. Apple könnte ganze Regionen aufbauen. Arbeitsplätze schaffen, die Infrastruktur erneuern. Der ganze Binnenmarkt wird angekurbelt, weil ja dann wiederum eine neue Mittelschicht entsteht, beziehungsweise die haben ja eine Mittelschicht. Noch. Ja. Aber die Mittelschicht würde wieder gestärkt werden und das kurbelt den Binnenmarkt an. Und das hätte ja Symbolkraft. Andere würden das dann vielleicht auch machen. Würden ja auch von diesem medialen Hype dann profitieren wollen, den Apple dadurch auslösen. Alle würden sich feiern und die USA wären wieder great again. Es würde sonst keinen Schein interessieren, aber die wären wieder glücklich und würden vielleicht auch dann aufhören. Die haben den Rest der Welt so, also damit Amerika wieder great wird, wieder so, na, also ihr wisst schon, ne, also es wäre gut für uns alle. Fassen wir es mal so zusammen, ja, also Details gibt's auf meinem Drittkanal, wenn ich dafür wieder Zeit habe. Ich meine natürlich nur Quatsch, wir alle wissen warum. Weil es nochmal um Profit geht, es geht um Gewinnmaximierung und deshalb lässt Apple einfach mal da produzieren, wo so richtig billig ist. Wo die Mitarbeiter wenig Gehalt bekommen, wo sowas wie Umweltstandards gar keine Rolle spielen und Arbeitsschutz natürlich auch nicht. Deshalb ist Apple in Indien. Und warum nicht weiter in China, obwohl es da die Produktionskapazitäten ja schon gibt und obwohl die da ja schon ihre traditionellen Partner haben, die ja traditionell also die Mitarbeiter so fantastisch behandeln, nicht wahr? Weil China nun mal gewachsen ist, der Binnenmarkt und
der asiatische Markt auch allgemein, ich meine, logisch, Apple ist ja nicht der einzige Konzern, der dort seine Produktionskapazitäten ausgelagert hat. Das haben ja andere auch gemacht, das haben auch europäische Unternehmen. Heute ist ja alles made in China. Ja, China ist heute die Fabrik der Welt. Und es hat aber dafür gesorgt, dass dort eine Mittelschicht entsteht. Es hat dafür gesorgt, dass dort der durchschnittliche Lohn steigt. Die Fertigung von unseren iPhones, das wird da jetzt teurer. Und die wollen Umweltschutz und die wollen Arbeitsstandards und... Nee, das haben wir uns aber so nicht vorgestellt, China. Nee, dann müssen wir uns jetzt mal nach anderen Fertigern umschauen, die unseren hohen Ansprüchen und Qualitätsstandards entsprechen. Ich meine, Qualitätsstandards und Ansprüche, das klingt gut, aber ist natürlich Auslegungssache. Im Prinzip heißt es in der Praxis, also möglichst nicht vorhanden. Das Produkt muss stimmen, klar, das muss natürlich auch den Anforderungen von Apple entsprechen. Immerhin bezahlt ihr bis 1600 Euro für ein Telefon. Ja, aber alles dazwischen, wie es produziert wird, wo die Ressourcen herkommen, ob da Umweltstandards, wäre nett, ist aber nicht zwingend, beziehungsweise optional. Stückpreis steht im Vordergrund. Andere Frage, warum ist Apple das wertvollste Unternehmen der Welt? Weil die so fantastisch sind? Weil die den Schwarzmarkt für Bananen aufgebaut haben? Nein, weil die Geräte spottbillig in Indien und in China produziert werden. Und das hat das Ganze jetzt gezeigt. Deshalb die Randale, deshalb die Aufstände. So werden eure iPhones produziert. Das hätte Giga schreiben müssen. Die hätten aufklären müssen. Vor allem die Leute, die jetzt zu Weihnachten noch ein iPhone verschenken, für diejenigen, die eins kriegen, dass die dann sagen, nee, bring das bitte zurück. Ich will davon nicht Teil sein. Ich will das nicht unterstützen. Ich will so einen Hersteller nicht unterstützen. Diese Preispolitik, dass auch dass die nicht mehr selbst produzieren, sondern alles abtreten. Dass die das Management von Ristin, das Management von Pegatron, das Management von Foxconn als Puffer dazwischen schalten und sagen, geht uns alles nichts an. Die machen die mit, geht uns nichts an. Die behandeln die Mitarbeiter schlecht, die wohnen zu 12 in einem kleinen Raum. Die werden gezwungen, tagelang durchzuarbeiten. Lange Schichten, keine Ruhepausen. Klar, ich weiß, jetzt kommt immer den Apple-Fanboys und schreiben dann in den Kommentaren, ja, aber andere Hersteller, Pegatron oder Foxconn, die stellen ja nicht ausschließlich für Apple her. Ich weiß, dass sie auch für andere herstellen. Aber was sie jetzt gezeigt hat, ist, Apple wird immer zu den Schlimmsten gehen. Die werden immer zu den Billigsten gehen. Und ich sag's euch, irgendwann steht auf eurem Karton Made in Afrika. Nur, dass ihr dann noch mehr Geld bezahlt für euer iPhone. Und dass ihr dann immer noch ein Gerät bekommt, was den technischen Standards hinterherhängt. Das kommt ja erst noch dazu. Also es ist ja die Kombination. Ich meine, ja, sicherlich, Xiaomi, die Produktionsbedingungen werden sicherlich auch nicht so fantastisch sein. Und ich habe auch gelesen, ja, dass die auch nach Indien gehen wollen. Oder bereits da sind. Nur Xiaomi verdient längst nicht das, was Apple daran verdient. Xiaomi hat nicht die Möglichkeit von Apple. Apple hat die Möglichkeit. Die sind das wertvollste Unternehmen der Welt. Die schwimmen in Geld. Und die sind doch diejenigen, die immer diese Werte vertreten. Oh, wir Umweltstandards, ne? Und wir werden jetzt durchgreifen bei Ristin. Die haben wirklich die Möglichkeiten. Die hätten sogar die Möglichkeiten, in den USA zu produzieren. Das machen sie aber alles nicht. Und ganz ehrlich, und Apple kommt auch noch und schreibt in der Werbung was von Umweltstandards. Und die erhöhen jedes Jahr die Preise, das mit den Netzteilen. So wie die Kunden. Da haben die ständig fehlerhafte Produkte. Und haben die ständig irgendwelche Skandale. Dann klagen die sich quer durch die Geschäftswelt. Und die suchen sich immer die billigsten Fertiger. Und ziehen halt am Ende auch noch den Konsumenten natürlich über den Tisch. Weil wo kommt denn das ganze Geld letztendlich? Ja, ja klar, lassen sie billig produzieren. Ja klar, kann man dann in die Kommentare schreiben, ja, aber andere lassen auch billig produzieren. Aber die anderen, die billig produzieren lassen, die ziehen dann nicht auch noch den Konsumenten über den Tisch. Und ziehen ihnen das Geld aus der Tasche. Und kumulieren dann unglaublich viel Kapital auf eine ganz kleine Gruppe von Personen. Louis Rossmann hat das Ganze noch ein bisschen drastischer interpretiert. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung das Video dazu. Aber vielleicht schlussfolgert ihr das hier auch so ähnlich wie Louis Rossmann. Und überlegt, ob jemand, der für 5,53 Euro im Monat für Apple arbeitet, auch wenn es indirekt ist, ob das wirklich nach einem Arbeiter oder ein Angestellter ist. Oder ob eine andere Bezeichnung für dieses Beschäftigungsverhältnis nicht passender wäre. Aber ich glaube, dann haben wir alles. Also, Randale in Indien, ihr kennt ja die Hintergründe, jetzt wisst ihr auch, wie das sich mit der Lohnstruktur genau gestaltet, was die Kerninformation war. Jetzt wisst ihr, unter welchen Bedingungen eure iPhones hergestellt werden. Wir könnten auch gerne noch über Foxconn, bitte. Also, das Internet ist steht jedem zur Verfügung, gebt einfach bei Google ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch mehr Auftragsfertiger gibt, aber wir haben jetzt schon mal die drei. Drei Auftragsfertiger, die für Apple arbeiten. Und über die könnt ihr in Ruhe recherchieren. Und dann wisst ihr Bescheid, wie eure iPhones hergestellt werden. Und dann überlegt wirklich, ob ihr dafür so viel Geld ausgeben wollt. Und überlegt, wem das zum Schluss dient. Was passiert mit diesem vielen Geld eigentlich? Ob ihr wirklich so viel dafür arbeiten wollt? Viele Studenten holen sich die Dinger, holen sich ein iPhone, holen sich noch ein MacBook Air dazu. Noch jede Menge Zubehör, was ja auch verdammt viel Geld kostet. Dass eure
indischen Smartphones oder eure chinesischen Notebooks, wo halt ein Apfel draufklebt, okay? Ob sie das wirklich wert sind? Wenn ihr das meiste Geld aus eurer harten Arbeit, für diejenigen, die wirklich dafür hart arbeiten, zum Schluss nur bei ein paar superreichen US-Amerikanern landen. Ich mach's nicht, ganz ehrlich. Ich sehe darin jetzt keinen Zweck. Ja, Geld ist schwer verdient, auch hier in Deutschland, jetzt nicht für alle, aber zumindest für viele. Und ich will, bevor ich jetzt so viel Zeit investieren und ja, sicherlich, dass dann also der Tim da die Nullen zählen kann auf sein Konto. Es ist sicherlich auch ein schönes Hobby, aber ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Arbeit unterstützen möchte. Sicherlich andere reich machen, es ist ja sicherlich auch für die ein oder anderen erstrebenswert. Warum, weiß ich nicht, aber ich würde lieber mehr zocken in meiner Freizeit. Alle Quellen unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, tja, schöne Weihnachten.